So, der Raspberry Pi ist ungefähr 40 Sekunden unter Strom. Der müsste jetzt also eigentlich hochgefahren sein. Und jetzt probieren wir es mal. Ich habe vorher noch beim Router geschaut, was für IP-Adresse dieser Raspberry hat. Und jetzt können wir uns versuchen, mit PuTTY aufzuschalten. Hier habe ich die IP-Adresse schon mal eingetragen und dann haben wir hier praktisch unser Anmeldefenster und hier gebe ich ein den Login Pi und das Passwort ist dann auf alle Fälle Raspberry. Das ist das Standardpasswort und damit kann man sich dann entsprechend aufschalten. Okay. Das Betriebssystem ist noch nicht richtig, noch nicht vollständig eingerichtet. Hier geben wir hier entsprechend den Befehl ein sudo und dann raspi-config. Und dann kommen wir hier in das Konfigurationsmenü, wo wir hier praktisch noch unsere Einrichtung abschließen können. Also hier zum Beispiel die Sprache können wir hier entsprechend setzen. Halt, jetzt bin ich hier wieder raus. Es hat bloß etwas gedauert. Okay, wir brauchen DE. Das müsste das Richtige sein. DE UTF-8 Sternchen setzen. Okay. Hier auch nochmal auswählen. Und okay. So, dann sollten wir unser Passwort ändern. Also standardmäßig ist praktisch Raspberry eingestellt und das wollen wir jetzt ändern. Also Change User Passwort. Okay, möchte ich. Und hier kann ich jetzt einfach ein neues Passwort vergeben. Es wird nicht mal angezeigt. Sehr gut. Okay. Dann das Ganze nochmal und wieder bestätigen. Und dann haben wir hier jetzt unser Passwort entsprechend erfolgreich geändert. So, dann müssen wir noch Folgendes machen. Expand File System. Okay. So, dann können wir jetzt eigentlich loslegen. Was haben wir denn hier noch? Kamera haben wir noch nicht angeschlossen. Übertakten wollen wir jetzt mal auch noch nicht. Ich stelle jetzt aber trotzdem mal Medium ein. So. Und dann könnten wir noch einstellen, wie er denn starten soll. Und zwar nicht mit der Konsole, sondern im Desktop. Und dann sind wir hier fertig und sagen, wir wollen neu starten. Dann verliert natürlich der SAH-Client hier die Verbindung. So, probieren wir es mal, ob das schon funktioniert. Unser neues Passwort eingeben. Und ja, da sind wir doch hier schon drin. So, dann müssen wir mal schauen, ob es zwischenzeitlich irgendwelche Updates gegeben hat. Also sudo apt-get update. Okay, dann schauen wir noch mal sudo apt-get und dann up. Great. Einfach mit Enter bestätigen.
So, das hat jetzt einige Zeit gedauert und jetzt installieren wir noch ein Remote Desktop Protokoll, damit man dann über die Remote Verbindung vom Windows auf den Raspberry zugreifen können. Hier geben wir ein sudo apt-get install xrdp. Einfach bestätigen. Okay, das war's dann schon. Jetzt probieren wir es einfach mal aus. Beenden wir hier, dann Remote Desktop Verbindung. Hier ist schon die IP-Adresse eingegeben. Man kann hier unter den Optionen auch noch die entsprechende Anzeige anzeigen lassen. Mach das hier mal genau. Und dann sage ich verbinden. Hier habe ich dann nochmal den Username, also Pi, mein neues Passwort, das ich vorhin vergeben habe. Und dann sage ich okay. Ja. Mal schauen, ob ich das auf die richtige Größe kriege. So, dann sind wir hier mit der Remote Desktop Verbindung auf den Raspberry Pi aufgeschaltet.